Ja, die Deutsche Weinakademie wurde ja 1994 gegründet und beauftragt, sich um das Thema Wein und Gesundheit zu kümmern. Kein neues Thema, über Jahrhunderte diskutiert. Das Dreieck: ist Wein gut für die Heilung von Krankheiten? Ist es ein Heilmittel, ist es ein Genussmittel oder ist es ein Rauschmittel, was auch schädliche Folgen haben kann? Diese Bewertung war sehr unterschiedlich und wenn ich jetzt mal einen großen Sprung in die 70er, 80er Jahre mache, da hatten wir neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten. Die Technisierung der Arbeitsplätze, die Verkehrsverhältnisse haben sich geändert, es gab neue Fragestellungen, es gab eine erneute alkoholpolitische Diskussion. Und dann kam noch was sehr Spezifisches hinzu, die Entdeckung des French Paradox, die Frage, ob es weniger Herzkrankheiten gibt, wenn man regelmäßig Rotwein trinkt. Das alles führte dazu, dass 1993 auf dem Internationalen Weinbaukongress eine spezielle Kommission gegründet wurde, die sich wissenschaftlich um das Thema kümmern sollte. Und wir in Deutschland haben gesagt, wir geben dieser ganzen Diskussion auch einen organisatorischen Rahmen. Und das führte zur Gründung der Deutschen Weinakademie und insbesondere des Wissenschaftlichen Beirates. Das ist zunächst einmal die wissenschaftliche Kompetenz, die sich ja zusammensetzt aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Wahrscheinlich natürlich ein bisschen sehr medizinisch und ernährungsphysiologisch fokussiert. Dazu die Weinwissenschaft. Ich würde mich freuen, wenn da die Kulturwissenschaft auch noch ein bisschen stärker zum Tragen kommen würde. Und dann und insbesondere macht ihn aus die Unabhängigkeit von der Weinwirtschaft. Da legen alle Wissenschaftler größten Wert drauf, dass sie aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Unabhängigkeit Empfehlungen abgeben in Richtung Weinkonsumenten und Weinbranche. Na, die Sensibilität ist sicherlich gewachsen in den letzten 20 Jahren. Es war mal eine Stimmung gewesen, in dem das Positive am Weingenuss gerne auch in den Medien weiter verbreitet worden ist. Heute, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eine sehr saubere Trennung vornehmen zwischen Weinwerbung auf der einen Seite und der Information über die wissenschaftlichen Grundlagen von Wein und Gesundheit auf der anderen Seite. Hierfür brauchen wir unterschiedliche Kommunikationskanäle und ich denke, dass die Webseite der Deutschen Weinakademie schon mal eine sehr hervorragende Grundlage dafür ist, die wissenschaftlichen Grundlagen in die Branche, aber auch zu den Weinkonsumenten hin zu posten. Und ich denke, dass es zwei Aufgaben dabei gibt. Auf der einen Seite die Sensibilität in der Branche zu stärken, dafür ist die Innenkommunikation erforderlich. Und auf der anderen Seite eben eine wissenschaftsbasierte, eine evidenzbasierte Information in Richtung Konsumenten.